Was, wenn ich euch sage, dass es mal eine Konsole gab, die nicht nur leistungsfähiger, sondern auch billiger als die PlayStation 2 war und sich auch besser als Katzenspielzeug eignete. Na geil. Aber trotzdem nie den Status oder die Verkaufszahlen der PlayStation 2 erreicht hat, obwohl sie sogar über ein Jahr vor der PS2 auf den Markt kam. Der lügt. Ich rede natürlich von der glorreich gescheiterten Sega Dreamcast, die heute vor exakt 23 Jahren in Deutschland veröffentlicht wurde. Doch wieso konnte sich die Dreamcast nie durchsetzen? Wieso war sie ihre Zeit meilenweit voraus? Und lohnt sich die Dreamcast auch heute noch? All das erfahrt ihr in diesem Video. Außerdem halte ich mein Versprechen vom letzten Video und haue meinen YouTube-Buddy Herr eben einen aufs Maul. Viel Spaß! Konnichiwa, meine Freunde. Ich bin Akido und als ich noch klein war, wollte ich unbedingt eine Dreamcast haben. Da meine Eltern aber zu arm waren, um mir eine zu kaufen, oder es zumindest immer behaupteten, kam ich nie in den Genuss dieser Konsole. Danke, Mama. Aber mit Liebe kann ich mir keine Dreamcast kaufen. Um zu verstehen, warum ich die so cool fand, müssen wir zuerst einen Blick auf die Vorgängerkonsole der Dreamcast werfen. Nämlich auf den Sega Saturn. Die 1994 veröffentlichte Konsole sollte die beste 2D-Grafik bieten, die man damals bekommen konnte. Und versteht mich nicht falsch, das tat sie auch. Ich meine, schaut euch diese wunderschönen Sprites an. Nur leider ist damals so eine Sache passiert, was der ganzen 2D-Geschichte in die Quere kam. Nämlich 3D. Wow, das ist ein ganzes D mehr. Sega hat diese ganze 3D-Sache einfach gnadenlos verpennt. Und als 2 Monate später die PlayStation und 2 Jahre später auch noch die N64 kamen, hatte der Saturn kaum noch eine Chance. Also hat Sega ordentlich in die Entwicklung einer neuen Konsole reingebuttert und 1999 die Dreamcast veröffentlicht. Und oh boy, die 3D-Grafik der Konsole war damals einfach geisteskrank. Das sah einfach aus so wie Photoshop. Und deswegen fand ich die Dreamcast damals auch so cool. Einfach weil ich zu diesem Zeitpunkt noch nie etwas Cooleres gesehen habe. Zumindest was 3D-Grafiken angeht. Hä? Aber auf dem PC gab es doch schon länger gute 3D-Grafiken. Ja, aber hier geht's um Konsolen, du Hurensohn. Wo wir schon bei PCs sind. Die Dreamcast hatte sogar einen VGA-Anschluss und konnte dadurch eine ordentliche Grafik rausballern. 60 Frames bei einer Auflösung von 1600x1200 Pixeln waren, zumindest in der Theorie, mit der Dreamcast möglich. Und das für eine Konsole aus dem letzten Jahrtausend. Schaut euch mal an, wie gut Dead or Alive 2 auf der Dreamcast aussah. Zum Vergleich hier mal die PlayStation 2 Version. Ekelhaft. Und nochmal, die PlayStation 2 kam erst 2 Jahre nach dem Dreamcast und war dazu auch noch teurer. Unfassbar, wie gut Dreamcast-Spiele damals aussahen. Fast so gut wie ich. Und oh Junge, die Spiele. Mit Games wie Crazy Taxi, Jet Set Radio, Resident Evil, Power Stone, den wahrscheinlich besten 3D-Sonic-Spielen oder den beiden Shenmue-Teilen, welche übrigens absolut grandios sind und worüber ich nichts Schlechtes hören will, hatte die Dreamcast so einiges im Angebot. Und ja, ich meine das ernst. Sonic Adventure 1 und 2 sind die besten 3D-Sonic-Spiele. Wer was dagegen hat, soll mich nach der Schule am Spielplatz treffen, wenn ihr hart genug dafür seid. Aber allzu viel will ich gar nicht über die Spiele reden. Schaut euch dazu einfach mein Video über die besten Dreamcast-Spiele an. Neben den Spielen fand ich aber auch den Controller immer richtig gut. Und bis auf einen fehlenden 2. Analogstick gibt es auch nichts, was ich daran bemängeln könnte. Ich mag das Design, die bunten Knöpfe, die tiefliegenden Schulterbuttons und der Slot für die VMU. Die VMU war eine kleine Memory Card, die man ähnlich wie beim N64 in den Controller stecken konnte. Das Besondere war aber, dass diese Memory Card ein kleines Display hatte, welches bei Spielen mal gut, mal weniger gut benutzt wurde. Außerdem war sie auch ein Mini-Handheld, mit dem man unterwegs zocken konnte. Der Controller ist einer meiner All-Time-Favorites und kommt direkt vor dem PS4-Controller und nach dem GameCube-Controller. Der, falls ihr es noch nicht wusstet, der beste Controller überhaupt war. Change my mind. Und selbst wenn man mit dem Dreamcast-Controller nichts anfangen konnte, gab es ja noch die Möglichkeit, eine Tastatur und eine Maus anzuschließen. Hä? Denn die Dreamcast war ohne jegliches Zubehör sofort internetfähig. Es gab sogar einen echten Browser für die Dreamcast. Und mit Phantasy Star Online sogar ein Online-Rollenspiel. Und das noch Jahre vor World of Warcraft. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber die Dreamcast war ihre Zeit einfach so krass voraus. Da stellt sich doch die Frage, warum die Dreamcast nach rund 2 Jahren eingestellt wurde und warum Sega danach nie wieder eine Konsole veröffentlichte. Und ganz ehrlich, den einen Grund dafür gibt es gar nicht. Vielmehr war es ein Zusammenspiel aus mehreren Gründen. Zusammenspiel. Weil es eine Konsole... Ah,
Allein schon die Werbestrategie für die Dreamcast war mehr als fragwürdig. Sega hat da nämlich das gemacht, was sie am besten konnten. Seltsame Werbung. Und bei den meisten Werbeclips wusste man am Ende einfach nicht, wofür zur Hölle darin eigentlich geworben wird. Okay. Außerdem hatte die Konsole viel zu hohe Ziele. Sega war so von dem Erfolg der Dreamcast überzeugt, dass sie sich komplett verkalkuliert haben. Am besten konnte man das an den Shenmue-Spielen sehen. Die waren damals die teuersten Spiele, welche je entwickelt wurden und kosteten in der Produktion ungefähr so viel wie eine Einzimmerwohnung in München. Also eine Menge. Damit sich der erste Teil von Shenmue für Sega gelohnt hätte, müsste jeder einzelne Dreamcast-Besitzer das Spiel kaufen. Zweimal. Und vielleicht war eine Konsole mit Internet, VGA-Anschluss, Handheld Memory Card und GD-ROM-Laufwerk auch einfach zu futuristisch für die damalige Zeit. Aber Scheiß drauf, denn auch heute lohnt sich die Dreamcast noch. Klar, Spiele wie Crazy Taxi, Dead or Alive oder andere bekamen später auch Ports auf anderen Konsolen. Und auch die Sonic und Shenmue-Spiele bekamen später noch Remakes. Aber es gibt immer noch einige Spiele, die es nur auf der Dreamcast gab. Egal ob Seaman, Jet Set Radio oder die Power Stone-Spiele. Die sind alles so cool und verrückt, dass man sie mal gezockt haben sollte. Und das geht halt nur auf der Dreamcast. Emulatoren mal ausgenommen. Und dank moderner HDMI-Adaptern, welche dank der guten Leistung der Dreamcast super funktionieren, geht das heute sogar noch schöner als damals. Und allzu teuer sind die Dinge auch nicht mehr. Also tut euch selbst einen Gefallen, kauft den Dreamcast und habt Spaß damit. Ach ja, und bevor ich vergesse, da war ja noch was. So, und wenn das Video jetzt über 1000 Likes bekommt, mache ich, Dann fahre ich zu Herr Eben und hau ihm eine aufs Maul. Oh, hey, Herr Kiewer. Jamda. Hey, Salem. Interagier mal mit der Dreamcast. Ha, ha, ha.